Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir sind in der letzten Aufnahmesession am Ende, dank Yoshimos Verrat, hier im Niemandsland gelandet. Also laut Karte sind wir immer noch im Heim, weil unser Körper im Heim liegt, aber wir pennen hier fröhlich herum. Keine große Herausforderung. Und wollen hier eigentlich gar nicht sein. Das hier ist nämlich die Traumversion von Kerzenburg. Ja, und dann unsere... Freunde da hinten kommen wir nicht ran. Außer indem wir... innen lang gehen. Vielleicht. Da ist auf jeden Fall. Auf die Knie! Ihr könnt nicht anders. Ich bin in euch. Ich bin euer ureigenstes Wesen. Ja, da ist Baal. Ja, was er gerade gesagt hat halt. Ich will euch nicht bekämpfen. Wenn ihr in mir seid, will ich eure Macht. Was wollt ihr hier? Ihr wollt in mir kämpfen? Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Monster, raus aus eurem Kopf, ich verbanne euch. Was wollt ihr hier? Was ich will? Euer Leben, eure Seele, euren Körper. Ich bin der Instinkt, der den Vater nährt. Ich bin das Blut. Mhm. Tschüss, Baal. Ja, gegen Baal können wir noch nicht kämpfen. Hilfe. Ja, ein Dämon. Wir können aber mal gucken, was hier hinten ist. Nichts, wer hätte das gedacht. Supi. Und unten lang werden wir sicherlich nicht zu unseren Gruppenmitgliedern kommen. Oder? Ah, doch. Doch, kommen wir. Nicht. Weil hier eine unsichtbare Mauer ist. Yay. Also bleibt uns nur der Weg an Papa Baal vorbei. Hi. Dieser Weg führt ins Innerste unserer Seele. Nur durch ein Opfer erhaltet ihr einen solchen Einblick. Seid ihr bereit, was von euch zu geben, euch selbst zu erkennen? Seid ihr bereit, euch selbst loszulassen, um euch aus der Ferne besser erkennen zu können? Wählt das Opfer aus, das ihr geben wollt, um euch selbst zu erkennen, um in euch selbst einzuringen. Gebt etwas von euren Fähigkeiten, eurer Gesundheit, eurem Geist oder eurer Jugend. Jo. Das hier ist jetzt die Sache, warum ich damals bei Baldur's Gate 1 so penetrant gewürfelt habe. Und geguckt habe, dass ich Intelligenz auf 10 krieg. Denn durch das Buch sind wir auf, das wir in Baldur's Gate 1 gefunden haben, sind wir auf Intelligenz 11 gekommen. Und können jetzt eine Intelligenz opfern. Ansonsten hätten wir halt eine Konstitution opfern können. Eben hier
Hiermit, ich will was von meiner Gesundheit geben und anfälliger werden, ist Konstitution. Ich will von meinem Verstand geben und somit von meiner Fähigkeit zu verstehen, ist Intelligenz. Ich will von meiner Weisheit geben, die ich erwarb. Ich will von meiner Jugend geben und meine Beweglichkeit opfern, ist Geschicklichkeit. Ich gebe nichts, ihr verlangt zu viel von mir. Ich werde gegen euch kämpfen, geht zur Seite. Die beiden Sachen brauchen wir gar nicht erst probieren, der ist zu stark für uns. Oder one-hittet uns. Oder kann gar nicht getötet werden. Eins von den dreien war's. Deswegen geben wir einfach einen Intelligenzpunkt. Und schon bald lasst ihr euch nicht mehr durch Tatsachen verwirren. Ihr nährt euch den Emotionen eurer Seele. Ihr erkennt euch selbst durch das, was ihr verloren habt. Es ist also eine Geste eures Willens. Geht nun und fürchtet nicht, was auch immer kommen mag. Jo. Ein Intelligenzpunkt verloren. Die Verwandlung unter Traum wurde aktualisiert. Machen wir mal nach Datum, das ist besser. Schlüsselstein, Irenikus hat mit dem begonnen, was immer er auch vorhatte, und ich bin in einem seltsamen Traum geraten. Ich kann nicht unterscheiden, was real ist und was nicht. Ich weiß nur, dass ich Imoens Stimme höre, die nach mir rief. Sie sagte, dass ich nicht alleine kämpfen kann, dass ich sie finden muss. Ich bin auf so etwas wie eine Tür gestoßen. Sie scheint zu einer Art Kammer zu sein, die tief in meinen Verstand oder Seele führt. Um durch die Tür gehen zu können, musste ich einen Teil von mir opfern. Ich frage mich, ob es ein permanentes Opfer war. Ja, war es. Also wir haben jetzt nur noch 10 Intelligenz, was aber sowas von egal ist, da Intelligenz weder für den Krieger noch für den Kleriker wichtig sind. Gerade wichtig sind Weisheit und Charisma und natürlich Stärke. Und gerade da durch die ganzen Weisheitsbücher haben wir eine verdammt hohe Weisheit erreicht. Und auch Konstitution und Stärke haben wir durch die Bücher ziemlich hoch gekriegt. Und natürlich auch Geschicklichkeit. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Was immer ihr wünscht. Und sind in der Bibliothek, die wir so kennen. Aus dem ersten Teil noch. Also die Bibliothek von Kerzenburg. Nur, dass das hier zum Beispiel nicht in die Bibliothek gehört. Oder das da. Hi, Imoen. Bei Imoen. Aha. Ich will mich erst hier umsehen, Imoen, bevor du mich anquatscht. Ja, hochgehen können wir nicht. Was klar sein sollte, weil so erweitert ist unser Verstand dann doch nicht. Aber wir können uns hier in jedem Winkel mal umsehen, auch wenn es hier nichts gibt. Ist halt einfach so. So, Imoen. Ich kann euch dort sehen. Wartet. Und wir können gewinnen. Imoen, wie geht es euch? Wie kommen wir hier raus, Imoen? Was macht ihr hier? Das letzte Mal, als ich euch sah, wart ihr nicht bei Sinn. Wie geht es euch? Psst. Bevor die Schatten wieder zurückkommen. Ich habe gesehen, was die Zukunft bringt. Einer allein kann nicht kämpfen. Ja, da wir beide Kinder vom Baal sind. Wir müssen gemeinsam gegen euren Instinkt ankämpfen. Alleine würdet ihr fallen. Ob ihr nun gewinnt oder verliert. Aber hier, soweit ich sehen kann, können wir es besiegen. Geht und führt die Bestie hierher. Führt sie zu mir und wir werden sie gemeinsam bekämpfen. Gemeinsam. Er erwartet uns nicht gemeinsam. Aber er hat mir gezeigt, wie es geht. Geht und führt die Bestie hierher. Das ist eure einzige Chance. Und meine letzte. Dann werden wir das tun. Ich habe Imoen in meinem Traum gefunden. Vielleicht ist es irgendwie die echte Imoen. Vielleicht aber auch etwas, das ich als Imoen ansehe. Wie dir auch sei, sie sagte mir nur, dass ich gehen und dieses Baalwesen finden muss. Sie beschrieb es als mein Instinkt und sagte, ich soll es zu ihr bringen, damit wir es gemeinsam bekämpfen können. Würde ich es allein bekämpfen, würde ich sterben, egal ob ich gewinne oder verlöre. Ja, als ob ich gewinne oder verliere. Konjunktiv 2.
Wenn ihr es wollt. So, Bali Bali, wo bist du? Hi. Komm, Bal. Ja, komm. Natürlich. Da ist Bal. Da ist Simon. Jetzt. Es ist in Sichtweite. Ich werde meinen Willen dem euren hinzufügen. Er hat mir gezeigt, wie man es verwundbar macht. Er, Irenicus? Ja, so normalerweise sollten wir Bal jetzt niederknüppeln können. Ich bin euer Instinkt und doch verleugnet ihr mich. Ihr bekämpft mich. Ich sollte euch verschlingen. Wie könnt ihr es wagen? Tja, wir wollen dich nicht, Bal. Wir sind keine kaltblütigen Mörder. Auch wenn wir ziemlich viel getötet haben. Ich spüre eure Seele. Sie hat Gestalt angenommen, um von innen zu leiten. Ihr unterscheidet euch von euren Verwandten. Ja, die meisten davon sind ja schon tot. Aber es ist schwach und wird nicht noch einmal helfen. Ihr seid innerlich leer. Es ist nichts darin. Nur der Instinkt. Dass Bal so wütend ist? Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Ich... Nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ah! Okay. Shit geht ab. Verliert alle Balkräfte. Ihr seid wirklich stark. Ihr leistet Widerstand um jeden Preis. Ein Jammer, dass ihr innerlich schon tot seid. Welche Kreaturen auch immer ihr beschworen habt, ich habe alle besiegt. Ihr werdet der Nächste sein. Eure Pläne sind fehlgeschlagen. Lasst mich frei und ich werde mich in Milde üben. Ihr könnt mich nicht gegen mich selbst wenden. Ich verfüge über Kräfte, die ihr nicht sehen könnt. Yashimos Verrat war vergebens. Ich habe euer kleines Monster vernichtet. Ja. Wir werden uns garantiert nicht Milde üben, auch wenn Talisa eigentlich eine gute Person ist, aber Irenicus hat keine Milde verdient, sondern rechtschaffenden Zorn durch Helm. Nehmen wir das Erste. Ich weiß nicht, was ihr saht, während ihr in dem Zauber stecktet, aber hier in der Welt der Lebenden verliefen meine Pläne so, wie ich es wünschte. Ja, Erfahrungspunkte, sehr viele für mich, ein bisschen was für die anderen. Ich habe euch alles, was euch ausmachte, entzogen. Alles. Das ist der schlimmste Fluch. Ich sollte es wissen. Was habt ihr vor, Irenicus? Was wollt ihr nun tun? Ich werde jeden eurer Schritte bekämpfen, Irenicus, was auch immer ihr plant. Ich werde euch nicht weiterhin im Mond wehtun lassen. Ich werde uns beide befreien. Ich werde Yoshima rächen für das, was ich ihm angetan habe. Wer ist Yoshima? Was wollt ihr tun? Ihr erhaltet keine irgendwie geartete Erklärung von mir. Ihr seid jetzt kaum empfindungsfähig. Ich habe euch jedwede Göttlichkeit genommen und euch eurer Seele beraubt. Die hätte ich gern wieder. Der Fluch, der gegen Bodhi und mich geschmiedet wurde, ist nun beendet. Und der gegen euch beginnt. Ihr werdet verdorren, vergehen und sterben. Ah, ja. Bodhi, entfernt dieses Nichts. Und genauso Imoen. Wir wurden durch sie wiederhergestellt und brauchen sie nicht länger. Noch süßer ist nun die Rache, die unser sein wird. Mhm. Wie ihr wünscht, mein Bruder. Ja, die sind scheinbar wirklich Geschwister. Natürlich. Sorgt so schnell wie möglich dafür. Ich werde unsere Freunde im Dunkeln über unser Kommen informieren. Wir werden unseren Angriff hier planen.
Ich entbiete euch ein Lebewohl, Kind von Baal. Wir werden uns nicht wiedersehen. Das werden wir sehen. Und so findet euer Leben nun sein Ende. Wie schade. Ihr wart unerwartet standhaft. Das gefällt mir.